Und damit hallo und willkommen zurück zu meinem Bloodborne LP, in dem wir gerade immer noch versuchen, diesen Boss zu besiegen. Wobei wir durchaus Fortschritte gemacht haben. Ich denke, der wird es nicht mehr allzu lange machen. Ja, falls doch, werde ich halt irgendwann mal einen Schnitt machen. Die ganzen... Ich werde wahrscheinlich sowieso die ganzen Versuche, die halt richtig schlecht laufen, einfach komplett rausstreichen. Damit ihr dann einfach nur die halbwegs interessanten habt. Boah. Von dem lasse ich mich jetzt mal treffen. Dabei könnte ich ihn eigentlich einfach durch die Kisten durchschlagen. Oh wow, ich hab 6 Molotow. Sehr cool. Das macht nämlich irgendwie mehr Schaden an dem Typen als der andere Scheiß da. Als meine Pistole. Eine Pistole macht so gut wie überhaupt keinen Schaden. Alle tot? Ja? Gut. Gib mir das. Danke, noch eine Blutfiole. So. Und dann mal ran an den Speck. Ach, du willst auch mitkommen, okay? Ja, lass mich los. Hallo? Danke. Ich kann jetzt schon sehen durch den Nebel. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme dann auch sehen kann. Ja, da hinten sieht man ihn. Okay, fuck it. Los geht's. Hallo. Wie geht's denn so? Ah, nicht gut, okay. Ah! Nee, Mann! Läuft, hat ja jetzt noch nicht so gut angefangen, ne? Ja gut, ich sehe mich auch gerade gar nicht hoch. Aua! Hallo? Oh, zu greedy! Einen zu viel! Weg! Ich habe eigentlich immer nur 2 Angriffe. Und ich muss auf die Seite dodgen. Und dann wieder wegdodgen. Wie schön. Und sowas sowieso nicht machen. Ehrlich gesagt, überhaupt keine gute Idee. Autsch. Ja, danke. Was hast du denn für eine Reichweite? Friss Feuer. Jetzt macht er Rage-Modus oder was? Oh, das wollte ich gerade gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Oh Gott, was mache ich denn gerade? Das ist die Frage der Fragen, die sich viele Leute stellen. Oh! Au! Rage-Modus! Ach, schon wieder.
Nein, 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 nein! Nicht zu lange, nicht zu lange! Nee, geh mal da weg jetzt! Jetzt nicht töten, ja? Wir haben den gut. Ja. Ich bin bald keine Fluriolen mehr. Aber wir haben eigentlich schon gut ihn low gerade. Also das könnte der Run werden. Das sollte man aber eigentlich nicht sagen. Ja. Das war keine gute Idee. No, ich bin stuck. Die letzte Fiole. Das war unter diesem Paragenangriff da. Jetzt spicke. Ich renn weg, der dreht sich nicht um. Ah, Leute, ihr wisst ja nicht, wie meine Schwitzhände gerade schwitzen. Ja, der versucht mich zu graben. Oh nein, Rage Mode. Boah, jetzt gerade überhaupt nicht. Aua. Schaut doch weg! Nein, 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 nein. Der hat wie wenig, der hatte. Dabei lief der Run noch nicht mal so gut am Anfang. Habe ich übel viel Schaden genommen. Gerade ohne, dass ich irgendwie so nicht viel gemacht habe. Ich würde fast sagen, ich bin langsam raus. Das Blöde ist jetzt halt, dass ich jetzt mal eben Blutfiolen farmen muss. Weil ohne Blutfiolen bin ich total am Arsch. Gegen den. In der Hoffnung, dass die hier welche droppen. Ansonsten muss ich für die Seelen halt in... halt welche kaufen gehen dann. Oh, Molotovs sind auch immer gut. Ah, komm schon, lad ihn halt auf. Ja, nee, nicht diese Sache machen. Diese drücke ich immer ein Dreieck. Irgendwie bin ich es gewöhnt von irgendwelchen Spielen her, dass starker Angriff Dreieck ist. Ja, cool, du bist halt echt der übelste Pro gerade. Aber wir haben es überlebt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Blutfiolen ich dafür kriege. Mal sehen. Aber auf jeden Fall will ich jetzt nicht in die nächste Gruppe rennen mit so wenig AP. Gehen wir mal in den Traum rein und geben unsere Seelen aus. Bevor wir die wieder verlieren.
Wo ist die Tante hin? Ja, die verkauft, glaube ich, aber auch überhaupt nichts. Hä? Was ist jetzt los? Wo sind die zwei Typen hin? Okay. Willkommen da. Was wünscht? Nun gut. Lasst mich. Das ist sehr interessant. Wieso steht die jetzt hier oben? Ah, die kleinen Bewohner des Traums. Sie finden Jäger wie euch. Sie ehren sie und dienen ihnen. Sie sprechen nicht. Aber sind sie nicht niedlich? Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr euer Heil in der wachen Welt finden. Okay, das... Mit den kleinen Bewohnern meint ihr wahrscheinlich diese weißen Viecher da. Aber wo ist der Alte? Oder ist der jetzt einfach irrelevant geworden? Ah, ich habe zwei Einsicht, cool. Das ist interessant. Reife Umwandlung von Bestien. Ich will das aber gerade irgendwie nicht loswerden. Ich glaube, das könnte noch nützlich werden. Frag mich jetzt halt der alte Typ in dem Rollstuhl oder was das war, hin ist. Erlangen. Ganz viele davon. Ja, das waren jetzt echt viele. Könnte ich irgendwas verkaufen? Ist auch viel wert, aber ich denke, das wird auch einen Grund haben, wieso die so viel wert sind. Die könnte ich ihm eigentlich verkaufen. Genauso wie hier meine alte Rüstung. Dann haben wir schon mal einiges an Blood Echoes und können uns dafür dann wunderschöne Dinge kaufen, so wie das hier. Ja, warte mal, wie viel habe ich denn jetzt schon? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel. Nee, okay. Gut, sehr gut sogar. Jetzt habe ich sehr viele von denen. Oh je. Dann gehen wir gleich in Runde 2 des Kampfes, auf jeden Fall. Aber ich mache jetzt hier kurz einen Schnitt und dann. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, wenn ich den nicht langsam dann mal besiege, diesen Boss, werde ich noch so vielleicht ein, zwei Episoden überhaupt noch dann so gegen ihn kämpfen. Und dann einfach einen Cut machen. Weil ihr wisst ja, wie das jetzt dann aussieht, ungefähr. Im letzten Fight hatten wir ihn ja sogar gut wie getötet, da hat er noch... Das ist nicht sonderlich viel... HP mehr. Da hat er vielleicht noch ein Fünftel seiner HP. Also da hätten wir ihn eigentlich echt fast geschafft. Hätte ich da noch ein paar Blutfiolen gehabt, hätten wir ihn eigentlich besiegt, also... Ja, ich denke auch... Reicht dann irgendwann mal mit dem Fight. Also ich werde dann einfach mal weiter schneiden wahrscheinlich. Wenn ich dann irgendwann an dem vorbeischaue. Weitermachen. Weiß ich ja nicht, ihr könnt mir das ja auch in den Comments schreiben oder wie auch immer. Die meisten von euch kennen mich ja sowieso. Könnt ihr mir ja sagen, wie ihr das seht, ob ich dann... Ob ihr weiterhin euch das hier angucken wollt oder ob ich einfach dann das Ganze skippen soll. Bis nach dem Fight, nachdem ich ihn dann irgendwann mal geschafft habe.
Aber jetzt geht's erstmal wieder los hier. Ja. Ist natürlich super geil. Fängt du dann gleich mal stuck in der Wall. Eigentlich ist er ja ganz putzig, ne? Würde er mich die ganze Zeit auf die Schnauze hauen. Also eigentlich die Kamera, ganz ehrlich, die Kamera ist einer der größten Feinde in diesem scheiß Game. Also in diesem scheiß Kampf gerade. Aua, gibt er mir eine Schelle, ey. Habt ihr das gesehen? Gibt er mir noch eine Schelle? Also gibt so viele Schellen. Sollte nicht Kleriker-Biest, sondern Schellen-Biest heißen. Hört sich auch viel besser an. Eigentlich überhaupt nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Ja, cool. Maler Bluten. Ah ja, komm schon. Wieso denn jetzt? Nein, das war keine gute Idee. Das ist natürlich eine bessere Idee. Ja. Da verliere ich jetzt mal den Fokus auf den, wenn der das macht. Wenn man halt zu weit von ihm weggeht, macht er diese scheiß verdammte Jump-Attack, ja genau die. Aber das Gute an der Sache ist, er hat danach so einen kleinen Cooldown, wo er dann da landet. Ja cool, du sollst den Typen angesehen, danke. Während er schreit, kann ich ihm eigentlich ziemlich durch die Schnauze einhauen, aber danach sollte ich abhauen, weil das ist ja im Rage-Modus. Da sind alle seine Angriffe einfach mal viel schneller. Oh, jetzt ist er nochmal Rage Mode, ey. Der lädt sich die ganze Zeit auf, dieser blöde Sack. Da muss ich halt echt sagen, stehe ich mal gar nicht drauf. Ja. Ich muss ehrlich sagen, Bloodborne oder generell die ganzen Souls-Games, unglaublich viel mit Timing. Ich glaube, ich habe langsam das Timing von seiner ersten Attacke raus. Also von dieser Jump-Attack, die er da macht. Aua, was hat das für eine Range, Mann? Ja, und der da. Da musst du nämlich... Aber du kannst nur einmal angreifen, wenn du dann so ein Really Depp bist, kriegst du auf jeden Fall mal eine Schelle rein. Oh, das war die falsche Taste. Ich wollte ihm eigentlich nur ins Gesicht schießen. Oh, Leute, meine Hände spitzen wie sonst was. Das macht die ganze Sache nicht gerade einfacher. Da. War aufhören mit diesem B. Da kann ich nicht. Da! Oh, dem habe ich jetzt richtig gut reingedrückt. Oh, damn it. Ich weiß nicht, wie dieser komische Ton kommt, dann ist er gestunt, oder? Hast du das Gefühl gerade? Oh, nicht Rage-Modus, bitte.
Oh, nicht Double Rage Modus, bist du bescheuert? Doppel Heal Modus hier, ey, lol. Ich hab irgendwie auch so das Gefühl, wenn man ihn angreift, während er einen Angriff macht. Falsche Taste. Ah, da habe ich ihn jetzt richtig. Ja, genau, wie das gerade auch. Wenn man ihn angreift, während er einen Angriff macht, dann kommt dieses komische Geräusch. Und dann ist er kurz hart gestunt. Voll OP. Stamp, stamp. Mach nochmal die Jump Attack, bitte. Ehrlich gesagt tut's das auch. Nein! Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das sind höchstens noch 5% oder 10%, wenn man nett ist. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Diese Attacke hat einen halt echt. Die killt einen instant. Ich war so blöd und dachte, er macht jetzt die Jump Attack, ne? Dodge da voll rein. Weil wenn er auf den Boden haut und so vorspringt und du dodgst nach vorne, dann springt er einfach über dich drüber und dann bist du automatisch hinter ihm, kannst du ein bisschen die in den Bobbles hauen. Ach, goddammit. Naja, was soll's, ich werde auf jeden Fall jetzt dann, ihr habt ja das gesehen. Ja gut, ich weiß nicht. Wäre halt irgendwie nicht schlecht, wenn ihr dann auch seht, wie der Boss stirbt, nicht wahr? Es ist so. Ja. Auf jeden Fall endlich jetzt mal hier die Episode. Ihr könnt ja dann in den Comments schreiben, wie ihr euch das denkt, ob das okay ist so für euch oder. Also ob ihr im Endeffekt die meisten Kämpfe miterleben wollt oder ob ich einfach zum Ende des Bosses schneiden soll. Schreibt es in den Comments und...